In unserem heutigen Video zeigen wir Ihnen, wie sich das Live-Bild einer IP-Überwachungskamera, in unserem Fall ist das heute eine Hubcam Tornado HD Pro, statt in der Web-Oberfläche Ihres Browsers alternativ über den VLC-Player anzeigen lassen kann. Sollten Sie den VLC-Media-Player noch nicht auf Ihrem Computer installiert haben, dann erledigen Sie dies bitte als allererstes und laden sich die Installationsdatei am besten direkt auf der Seite des Herstellers unter der Adresse www.videolan.org herunter und installieren den VLC Media Player. Wenn Sie den VLC Media Player dann erfolgreich auf Ihrem PC installiert haben, können wir Ihnen auch schon direkt zeigen, welche Einstellungen innerhalb des Programmes notwendig sind, damit die Live-Bilder der IP-Überwachungskamera mit Hilfe des Programms angezeigt werden können. Dafür müssen wir uns als allererstes den VLC-Player öffnen. Das geht entweder hier direkt über das entsprechende Symbol innerhalb der Taskleiste oder über das Startmenü von Windows. Innerhalb des VLC-Players müssen wir uns dann ganz einfach nur den entsprechenden RTSP-Stream der Kamera hinzufügen. RTSP steht ganz einfach nur für Real-Time Streaming Protocol. Und ist das Netzwerkprotokoll, was man benötigt, um kontinuierlich audiovisuelle Medien im VLC-Player darzustellen. Dafür müssen wir hier oben unter dem Punkt Medien unter Netzwerkstream öffnen und hier dann die entsprechende Adresse eingeben. Als allererstes das entsprechende Protokoll RTSP:// nach dem Protokoll müssen wir die IP-Adresse der Kamera hinzufügen. Das machen wir am besten ganz einfach, indem wir in den Browser gehen und uns die entsprechende IP-Adresse der Kamera rauskopieren und im VLC-Player einfach einfügen. Zusätzlich zur IP-Adresse der Kamera müssen wir noch Folgendes hinzufügen, wenn wir ein HD-Bild möchten, und zwar Doppelpunkt 554/11. Wenn wir dann jetzt alles richtig eingetippt haben, können wir hier unten auf Wiedergabe drücken und sehen das Live-Bild unserer Kamera. Wir sind jetzt hier nicht nochmal nach einem Passwort gefragt worden, weil wir vorher schon in der Web-Oberfläche angemeldet waren. Wenn Sie die IP-Adresse der Kamera manuell eintippen, ohne dass sie bereits in der Web-Oberfläche geöffnet ist, werden Sie hier vom VLC-Player nochmal nach Ihren Zugangsdaten gefragt. Das Praktische an dem VLC-Player ist jetzt hier, dass wir das Live-Bild nach Belieben skalieren können. Das kann ganz hilfreich sein, wenn man an seinem Computer etwas arbeiten möchte und gleichzeitig aber irgendetwas im Blick behalten will. Könnten wir hier nebenher ein Word-Dokument, Excel-Dokument oder was auch immer aufmachen und hätten immer alles im Blick. Wenn Sie statt dem HD-Bild, wie es jetzt hier ist, alternativ ein VGA-Bild, also ein Bild mit einer geringeren Auflösung haben möchten, können wir uns das gerade nochmal anschauen. Dafür müssten Sie auch auf Netzwerkstream öffnen gehen. Und das Einzige, was Sie ändern müssen, ist statt der 11 am Ende eine 12 hinzumachen. Wenn wir jetzt auf Wiedergabe gehen, sehen wir, das Bild hat eine geringere Auflösung. Das kann hilfreich sein, wenn Ihre Netzwerkverbindung nicht schnell genug ist und die Bilder in HD nicht gut übertragen werden können. Wir haben Ihnen jetzt heute gezeigt, wie Sie das Live-Bild einer IP-Überwachungskamera, bei uns war das heute eine Upcam Tornado HD Pro, das geht natürlich auch mit jeder anderen Upcam, das Live-Bild alternativ zur Web-Oberfläche oder Wiedergabe auf dem Smartphone auch mit dem RTSP-Protokoll im VLC-Player wiedergeben können. Weitere Videos zur Einrichtung und Aufnahmefunktion finden Sie in unserem YouTube-Kanal. Und über die neuesten Videos werden Sie informiert, wenn Sie auf Abonnieren klicken.